So, herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4 in einer neuen Folge. Wir befinden uns in der Moskau-Kampagne. Wir spielen die Rus. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 1375. Tribut heißt das nächste Szenario. Im letzten Szenario haben wir Moskau, nachdem es quasi bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurde, wieder aufgebaut. Aber die Goldene Horde ist immer noch da und sie ist immer noch ein Problem, um das sich Moskau kümmern muss, weil solange die Goldene Horde da ist, wird die Stadt nicht wirklich sicher sein. Wie wir auch im Einführungstext hier sehen, Moskau wagte einen gefährlichen Balanceakt. Während Fürst Dimitri der Goldenen Horde weiterhin Tribut zollte, schmiedete er still und leise Allianzen, um es mit ihr aufzunehmen. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Balanceakt, weil sobald die Goldene Horde mitbekommt, dass du versuchst, gegen sie vorzugehen, wird Moskau sehr schnell wieder brennen. Also ein Spiel mit dem Feuer sozusagen. Egal, gucken wir uns mal an, was wir machen müssen. 1303. Kontrollierte Moskau das Land entlang des gesamten Laufs der Moskwa. Doch das war noch nicht das Ende seiner Ambitionen. Moskau erweiterte seine Grenzen mit Hilfe seines Reichtums statt durch Krieg. Es kaufte Gebiete von verarmten Herrschern auf und erwarb so ganze Dörfer und Städte. Moskau war nach wie vor ein Vasall des mächtigen mongolischen Reiches und musste Gesandte mit Tributen ausschicken. Die immer weiter wachsenden Grenzen Moskaus bedeuteten mehr und mehr Einnahmen für die Mongolen. Doch nicht jeder begrüßte den Aufstieg Moskaus. Während Moskau an Macht und Einfluss gewann, verstärkte sein Großfürst Dmitri Iwanowitsch die recht schwache Verteidigung. Die hölzerne Festung, der Kreml, wurde neu errichtet. Dieses Mal aus Stein. Doch selbst Steinmauern konnten seine Feinde nicht abschrecken. 1368 erkannte Litauen im stetig wachsenden Moskau eine echte Bedrohung. Zusammen mit dem Fürstentum Twer wandten sich die Litauer gegen die Vorherrschaft Moskaus. Sie griffen die Stadt an. Doch die Steinmauern hielten. Und der Feind zog sich zurück. Zwischen den Parteien verblieben Spannungen. ...1370 marschierte Moskau in Gebiete des Fürstentums Twer und Litauens ein und entfachte damit einen Krieg. Jahrelange blutige Konflikte folgten, bis Moskaus Großfürst Dmitri Iwanowitsch beide Gegner bezwungen hatte. Doch Moskau war noch immer ein tributpflichtiger Vasall des Mongolenreichs. Moskau musste weiter seine Zahlungen leisten oder Vergeltung fürchten. Ja, das darf man nicht. Die Mongolen darf man nicht unterschätzen. Tut man auf jeden Fall richtig dran, sich mit denen so lange gut zu stellen, bis man wirklich sicher ist, dass man gegen sie bestehen kann. Denn wenn die Goldene Horde anrollt, dann wächst, wo die war, kein Gras mehr. Und Steinmauern sind aber auf jeden Fall erstmal eine gute Idee. Weil Mongolen mögen Feuer und Holz. Palisaden sind jetzt nicht so gut gegen Feuer. Da ist Stein schon deutlich besser.
Okay, das erklärt aber auch, warum der Kreml letztes Mal so anders aussah, als also im Prinzip nur eine etwas bessere Holzhütte war. Bin ich mal gespannt. Ich tipp mal, wir müssen in dem Szenario irgendwie regelmäßig Zahlungen an die Mongolen abtreten, von dem, was wir einnehmen. Bin gespannt. So, let's go. Die Handelsrouten zwischen den Siedlungen der Rus sicherten eine florierende Wirtschaft, die es Moskau wiederum ermöglichte, seinen Tribut an die Goldene Horde zu zahlen. Wollte Moskau einen Angriff durch die Mongolen vermeiden, so musste Dmitri den geforderten Tribut entrichten, ehe der Khan die Geduld verlor. So, okay. 1500. Moskaus beste Möglichkeit, die von der Horde geforderten Steuern einzutreiben, war der Handel mit den umliegenden Städten der Rus. Doch Fürst Dmitri würde seine Händler vor den Überfällen ruchloser Banditen im Umland schützen müssen. Okay, treiben Sie Steuern aus den umliegenden Dörfern ein. Okay, damit können wir heilen. Viel Zeit haben wir, 6 Minuten nur, 1500 Gold. Während der Moskauer Handel stabil war, könnte Dmitri seine Einnahmen durch das Knüpfen neuer Handelsbeziehungen stärken. Kümmern wir uns erstmal um Holz. Da. So, wo sind denn jetzt meine Handelseinheiten? Ja, Moskau ist definitiv deutlich größer, als es vorher war. Okay, hier ist ein Handelsposten. Wo ist mein Marktplatz? So, Step 1 ist, fertig. Gibt's hier nicht eine Patrouillen-Option? Nicht wirklich, ne? Stell die mal da so hin. Treiben Sie Handelsrouten in die Siedlungen. Längere Handelsrouten erzeugen mehr Gold pro Reise, schon klar. So. Die Handelsrouten brachten Reichtum, doch eine sichere Reise war nicht garantiert, da Banditen auf den Straßen lauerten. Okay, dann gehen wir mal da angreifen. Ein bisschen riesig meine City hier. Muss ich sagen. Warte mal, wieso habe ich nur noch 130 Gold? Habe ich mein Gold für irgendwas ausgegeben? Wofür habe ich mein Gold ausgegeben? Ich habe doch nur Felder gebaut. So, dann holen wir uns mal die Kisten, die hier so liegen. Unten sind auch Banditen. Ich muss in 3 Minuten 1500 Gold zahlen, so viel habe ich nicht. Hier schon mal 400. Ich weiß nicht, ob ich die 1500 kriege, ehrlich gesagt. Es wird ein bisschen schwierig.
Beziehungsweise, warte, ich kann doch in meinem Marktplatz hier Nahrung verkaufen. Ich kann Holz verkaufen. Okay, müsste passen. Aber auch wirklich ganz, ganz knapp nur. So, in jedem Fall werde ich neue... Um Moskaus Haushalt aufzubessern, mussten zusätzliche Handelspartner gefunden werden. Zu diesem Zwecke mussten die Moskowiter das Land auf der Suche nach neuen Siedlungen erkunden. Ja. Ich muss aber erstmal ein bisschen, bisschen Einheiten ausbilden, aber vorher 1100. So. Jetzt habe ich hoffentlich erstmal Ruhe. Nachdem der Tribut an die Goldene Horde entrichtet war, konnten sich die Moskowiter voll und ganz auf die Ausweitung ihres Territoriums konzentrieren. Zumindest bis zur nächsten Zahlung. Ja, ich muss erstmal selber ein bisschen... Ich muss erstmal gucken, dass ich hier meine... Was haben wir hier? Ich werde an allen Ecken und Enden angegriffen. Ich muss erstmal meine ganzen Soldaten hier zusammenholen. So. Einer meiner Händler wurde getötet, natürlich. Ich handle allerdings wie ein Wahnsinniger. Ah, ich weiß, wofür mein Gold draufgegangen ist, für die Handelseinheiten. So, bauen wir hier noch eine neue Jagdhütte hin. Eins, zwei, drei. 4. So, damit sollte ich fürs Erste da fertig sein. Geht auch noch mit darüber. So, und dann baue ich mir ein paar Ritter. Mit denen gehen wir dann auf Erkundungstour. Gleichzeitig sollte ich aber... Worin sind die Ruß eigentlich besonders gut? Kann ich hier irgendwo meinen Technologiebaum einsehen? Es ist so viel hier. Es ist immer so eingeklappt, ausgeklappt. Das ist... Ruß machen sich ihre Umgebung in vollem Umfang zum Nutze. Zivilisationsboni. Das sind die frühe Ritter, sind in der Feudalzeit verfügbar. Richten von Jagdhütten, Fischkutter, Spezialeinheiten, Schießpulvereinheiten, Kriegsmönche, Schiffe. Okay, das heißt, die Ritter, die ich hier ausbilde, sind eigentlich schon mal ganz vernünftig. So. Ich brauche aber auch ein paar andere Einheiten. So, bauen wir mal hier unsere Einheitenproduktion auf. Ich hätte auch gerne einen zweiten Stall. Und eine Schmiede. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben schon irgendwo eine, oder? Oder nicht? Glaube nicht. Dann bauen wir mal auch noch eine Schmiede hier irgendwo hin. So. Okay. Gold läuft.
frühe Ritter. Sehen ziemlich cool aus. So, ich muss da ein bisschen, muss da oben auf jeden Fall mal aufräumen, das nervt. Als Moskau reicher und reicher wurde, verlangte der Khan immer mehr Steuern. Sollte Dmitri nicht zahlen, so wäre ihm die schnelle Vergeltung der Horde sicher. 1500, ja, das geht noch. In seinem Streben, die Macht Moskaus zu stärken, begann Fürst Dmitri die Ländereien seiner Handelspartner aufzukaufen. Mit den umliegenden Gebieten in seinem Besitz würde Moskau zum Machtzentrum der Rus aufsteigen und Dmitri wäre die Position als Großfürst sicher. Kaufen Sie Siedlungen, um Moskau zu erweitern. So, erstmal will ich ein bisschen mehr Armee haben. So, unsere Expeditionstruppe ist bald fertig. Auch mal hier einen. Gehst mal hier wieder so eine hölzerne Festung bauen. Ihr steht hier nicht drum rum, sondern geht mal da oben. So. Okay, ich glaube, jetzt habe ich mich einigermaßen sortiert. Wir werden noch jeweils zwei Ritter ausgebildet und du kannst... Wo sind meine Holzfäller? Du baust hier oben neues Holzfällerlager hin. So. Damit sollten wir einigermaßen gesichert sein. Ich weiß nicht, wie kaufe ich denn Siedlungen? So. Sind mehr Speerträger sind unterwegs. Das ist sehr, sehr gut. So, ein Ritter noch. Dann ist unsere Expeditionstruppe ready. Da kommt die Unterstützung. Sollte allerdings nicht vergessen, zwischendrin auch noch mehr von denen auszubilden. So. Ihr könnt hier holzen gehen. Okay, dann bemannen wir den Turm. Okay, sollte jetzt einigermaßen geschützt sein. 4 Minuten noch. Meine Ritter können sich jetzt auf den Weg der Erkundung machen. Und wir zahlen so rein vorsichtshalber schon mal 800 Gold. Aber schon mal ein bisschen was weg. Den Rest machen wir dann später. Beziehungsweise ich brauche auch dringend mehr Handelstypen. So, und die hier locke ich auch mal direkt her, bevor die hier auf dumme Gedanken kommen. Ладно есть.
So, sehr gut. Weg vor den Speerkämpfern. Und da drauf. Okay. So, das heißt, wir können jetzt weiter erkunden gehen. $300 brauche ich noch. $100 sollten aber machbar sein. Was ist los? Ich find's gut, wie meine Handelsdudes hier einfach feststecken. So. Okay, und wir können hier ein bisschen weiter erkunden gehen. Folgen einfach mal der Straße. Und gucken, wo wir rauskommen. Kaufen Sie auf dem Marktplatz Rohstoffe für Gold. Ja, das habe ich schon gemacht. So, die paar Typen hier sind zum Glück kein weiteres großes Problem. So. Okay, und jetzt müssen wir uns aber erstmal um die Tribute kümmern. Moskauer Späher fanden die Stadt Suzdal und der Handel konnte beginnen. Doch mehr Händler auf den Straßen brachten auch die Gefahr verstärkter Banditenüberfälle mit sich. So, erstmal die Mongolen bezahlen, weil wir haben hier... Könnte das da mal jemand aufheben? 100 gratis Gold, so nett. So, und jetzt würde ich sagen, wir befestigen mal diese Handelsstraße hier. Wir bauen da einen hin, wir bauen da einen hin. Wir bauen hier wirklich in genau gleichen Abständen überall diese... Ich meine, die sind halt so schön, richtig schön billig, diese Teile. Also sehe ich keinen Grund, hier einfach alles damit zuzuballern. Und dann das hier unsere Haupthandelsstraße zu machen. So. Hier einer. Okay. Dann baut mir die mal alle. Und wir werden in Kürze dann, wir werden hier unten gerade angegriffen. Das sind keine Banditen, die greifen sogar da unten an. Sind schon fast Eroberer. So, und dann handeln wir nämlich mit da oben. So, und ich schicke... Wo ist meine Armee? Ich habe hier doch irgendwo... Also ein bisschen wenig. Ich hätte gerne mehr davon. So, und wir müssen diese ganzen Türme hier befüllen. Ja, die beiden Bogenschützen da unten werden nicht sehr weit kommen. Wieder einmal forderte der Khan Steuern von den wachsenden Fürstentümern der Rus. Doch der Preis zur Besänftigung der Horde war diesmal höher als je zuvor. Wie wollen sie denn 1700? Das geht ja noch. Erstmal kaufe ich mir
ihr ein Gebiet. Die Macht Moskaus wuchs, als es sich die Gebiete um Kulunma einverleibte. Die Stadt würde nun Gold generieren, ohne dass dafür Händler besteuert werden mussten. Okay, ja, das ist ganz gut. Wir schützen die City noch zusätzlich. Unsere Händler handeln jetzt mit da oben. So, wo ist hier meine Armee? Muss hier die Türmchen besetzen. Das wird die bestgeschützte Handelsstraße aller Zeiten werden. Sage ich euch. Banditen ist gut. Es nervt mich nur, dass die an 10 Flecken Erde überall gleichzeitig immer angreifen. So. Okay, müssen wir erstmal warten, bis unsere Dudes da sind. Außerdem hätte ich gerne die Verstärkung hier unten. Lasst meine Dorfbewohner in Ruhe. So. Warum bleibt ihr stehen? So, ihr solltet diese ganzen Türme hier bauen. Damit meine Händler Ruhe haben. Ich wünschte, es gäbe einen Patrouillierenbefehl. Oh, ich sehe den Wolf hier nicht. So, weg damit. Optional zerstören sie die Banditenlager. Oh mein Gott. Ja. Please. Weg damit. Ich habe da so keinen Bock mehr drauf auf die Typen. Geht weg. Kommt niemals wieder. So. Besser gehst du einmal irgendwie ein bisschen woanders hin. Ich lass das hier. So. Nicht vergessen, dass ich bald die Mongolen zahlen muss. Hier wird es auch irgendwo ein Banditenlager geben. Wahrscheinlich da oben. So. Zack. Sortieren wir die mal ein. Dann zahlen wir. Doch bevor Dmitri die Siedlungen aufkaufen konnte, musste er beweisen, dass er den Händlern und ihren Waren sichere Handelsrouten zur Verfügung stellen konnte. So, die Mongolen haben ihr Gold bekommen. Und wir haben hier noch einen Marktplatz gefunden.
Das Dorf Klin war bereit, mit Moskau zu handeln. So, und wir laufen hier weiter mit unseren Rittern durch die Gegend. Und ich hole mir auch mal ein paar mehr. Also, weil dann ist das nämlich meine Anti-Banditenlager-Armee. Warte. Wir sofort wiederbeleben. Wo? Ach, Fürst Dimitri ist gar nicht bei denen dabei gewesen. Wieso ist der nicht bei denen dabei gewesen? So. Bester Handelsposten aller Zeiten. Banditenlager ist quasi hinüber. So. Wieder ein Banditenlager weg. Diese Handelsroute hier oben sollte einigermaßen sicher sein. Und ich kümmere mich als nächstes um die Banditenlager, die da oben sind. Weil das geht mir tierisch auf den Senkel, dass da die ganze Zeit irgendwelche drei Leute vorbeikommen und mir auf die Nerven gehen. So, die sollten das hier eigentlich ganz gut hinkriegen. Wenn so viele... viele Außenposten, wie ich hier rumgebaut habe. So. Lass ich erstmal noch da stehen. Ihr baut euch mal hier ein neues Holzfällerlager hin. Geht bitte auch alle mit dem Ding da oben handeln. So, genau, hier kommt meine Truppe zusammen. Meine Ritter. So, Jungs, und jetzt gehen wir mal rausfinden, wo die Banditen hier oben herkommen. Da wird ein Lager sein. Ist ganz gut, dass man die Lager finden kann. Man muss nur nach den Kisten suchen. Schon relativ easy. So, 1900 wollen die Mongolen jetzt. Sollte aber machbar sein. So, der eine geht noch mit nach hier oben. Da kommen schon wieder welche von den Pennern. So, ich weiß nicht, warum das gerade so ein bisschen ruckelig ist alles hier. Ich habe nichts im Hintergrund offen und seit der letzten Aufnahme eigentlich auch nichts geändert. So ein bisschen den Eindruck, dass das mit am Spiel liegt. Da sehe ich ganz viele Einheiten stehen. So. Ah,
So, wir heilen unsere Einheiten gegen die Banditen raus. Die kriegen hier alle einfach nur auf den Sack. Ah, natürlich, da oben haben ein paar fucking Banditen meine Leute abgefangen. So. 1900 Gold sollte ich aber einigermaßen. Was kostet ihr? Ihr kostet kein Gold, also kann ich mir ein paar von euch wiederholen. Müsste aber auch so relativ easy auf die 1900 Gold kommen. So, nächstes Banditenlager. Ich habe so keinen Bock mehr auf die Typen. 3 von 6. Hälfte haben wir schon. Und ich werde da oben aber auch neue Dorfbewohner brauchen. So, warte, was kann ich... Was ist das hier? Ah, alle zurücksuch an die Arbeit. Okay, ja, das... ist relativ selbsterklärend. So. Müssen wir nur noch rausfinden, wo die... Irgendwo hier müsste eigentlich noch ein Banditenlager sein. Dachte ich zumindest. Beziehungsweise hier unten irgendwo. Es nervt echt extrem, dass ich dauernd an allen Ecken und Enden, vor allem so an so verschiedenen Ecken immer angegriffen werde. Wenn wenigstens zusammen wäre. Aber nein. Mal ist es die eine Seite, mal ist es die andere Seite. Man selber rennt die ganze Zeit wie so ein Vollidiot durch die Gegend. So. Kümmern wir uns mal um die Typen. Ah, das ist noch der Typ, der hat hier seinen kleinen Schutz. Okay, 1900 Gold ist in Arbeit. Normalerweise denkt man, Banditen wären nicht so, hätten nicht so unendlich Banditenvorrat. Und würden sich eventuell nicht mit Verteidigungsanlagen annehmen. Diese Banditen allerdings finden das ziemlich geil, sich damit anzulegen. Warum auch immer. So. Okay. Wir mal da oben. 2 Minuten habe ich noch, bis ich wieder Gold überweisen muss. Und ich habe so das Gefühl, hier könnte ich wieder Banditen finden. Nee, es sind Wölfe. So, okay, das heißt, hier ist wieder was. Ich gehe die ganzen Kisten einfach immer mit Angriffsbefehl jetzt ab und hoffe, dass ich dazwischen die Sachen finde, die ich brauche. So, dann überweisen wir 1900 Gold an die Goldene Horde. Und dann kaufen wir Susdal. Moskau annektierte die Ländereien um Susdal und erweiterte seine Macht. Banditen stellten auf den Straßen jedoch weiterhin eine Bedrohung dar.
Oh, das ist ja... Toll, ich habe meine beste Quelle für Gold annektiert. Das ist nicht so praktisch. Das heißt, ich handle jetzt mit Klin hier. Beziehungsweise wir können... Ah, ich muss mit denen allen sowieso gehandelt haben, bevor ich sie kaufen kann. Ich verstehe. So, meine Einheiten sollten sich zusammennehmen. So. Und jetzt greifen wir da an. Ah ne, das ist eine City. Ups. Die kleine Siedlung in Pereslav begrüßte die Späher aus Moskau sowie die Aussicht auf Handel. Ha. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Gibt's hier irgendwo... Hat den Banditen schon mal jemand gesagt, dass sie unfassbar nervig sind? Der schickt die hier einfach so random durch die Gegend und die machen das schon. So. Wo auch immer dieser Wolf herkommt. Okay. Ich dachte, ich hätte das Banditenlager da unten kaputt gemacht. Strange. Der heilt die mal auf dem Weg. Der letzte da oben wird auch noch sterben. Holen uns ein paar neue Ritter, weil wir es können. Und handeln weiter. Okay. So, die City hier unten. Die Stadt da unten wird bald zerstört werden, wenn das so weitergeht. 2100 wollen die Mongolen dieses Mal haben. Können sie haben, ist nicht so teuer. Okay, eigentlich wollte ich den wieder einquartieren, aber okay. Ah, wir haben wieder ein Banditenlager gefunden, das ist gut. Wieder eins weniger. Siedlung zerstört. Ja, weil die Banditen aus Richtungen kommen, wo keine Lager mehr sind. Preisfrage, kann ich die Siedlung wieder aufbauen? So, ich habe eindeutig die Faxen dicke mittlerweile. So, auch mal hier einen Dorfbewohner irgendwo. Und du baust mir ein, 400 Steine brauche ich dafür. Die kann ich mir ja holen. Radujse, люди, служите,
So. Bauen wir das mal wieder auf. Bin echt sauer, wenn das jetzt nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass die Banditen nicht weniger, sondern mehr geworden sind, ehrlich gesagt. So. Okay, keine Ahnung, was ich mit den beiden Dorfbewohnern jetzt will. Ich meine, die gehen in die Stadt rein. Die verhalten sich wesentlich weniger wie Banditen und wesentlich mehr wie fucking Armee. So, ich habe leider aber auch vergessen, wo meine Reiter gerade hin sind. Wo habe ich die hingeschickt? Nein. Nein. Ah, hier oben sind die gerade. Werde jeden einzelnen Banditen hier finden. Ich finde das nicht mal schlimm, dass sie meine Einheiten angreifen. Ich finde das schlimm, dass sie mir halt wirklich an jeder Stelle auf den Sack gehen und nicht wirklich gefährlich sind, aber ignorieren kannst du sie halt trotzdem nicht. So. Gold. So. Trojotskjo, oder wie es heißt. So, da kommen die Dorfbewohner und bauen die andere die andere City wieder auf. Dann geht ihr mal dahin. Wir finden die schon noch. Die ganzen Typen, die mich hier nerven. So, 2 Minuten habe ich noch, bevor ich wieder Tribut zahlen muss. Es sollte auch kein Problem sein, das Tribut, den Tribut aufzutreiben. So, ich habe mittlerweile auch überall komplett verstreut Armee stehen. So, jetzt werde ich da oben angegriffen. Kaum, dass meine Armee nicht mehr da ist. So. Weg mit den Banditen. Ist hier irgendwo ein Banditenlager? Weiß es nicht. Es riecht danach, ehrlich gesagt, dass es hier eins gibt. Wenn ich zugeben muss, ich habe noch nie so aggressive Banditen gesehen. Als die Frist zur Zahlung des Tributes näher rückte, musste Dmitri seine Bemühungen zur Eintreibung der notwendigen Steuern verstärken. Nee, er hat es nur vergessen. So.
Natürlich überleben die mit 3 HP. So. Dass jetzt meine Leute hier auch einfach nur noch random durch die Gegend rennen. So, die goldene Horde hat ihr Zeug. Ah ja, okay, das ich hab's wieder aufgebaut, aber es ist auch egal. Das ist natürlich super. Wo bleiben meine Typen, die hier hinkommen sollten, um die City zu retten? Laufen die alle rückwärts? So. Siedlung da müssten wir jetzt kaufen können. Dmitri kaufte die Ländereien von Troiskoje und weitete Moskaus Macht aus. Moskaus Macht über die Region war nun gesichert. So. Die Rus von Klin erkannten Dmitri nun als ihren Großfürsten an. Moskaus Macht über die Region war nun gesichert. Okay. Ich habe einiges an Siedlungen gekauft. Pereslav fehlt noch. Oder auch nicht. Da sich nun die umliegenden Fürstentümer unter Dmitris Herrschaft befanden, stand Moskau an der Spitze der Rus. Die Zeit war gekommen, das Joch der Mongolen abzuwerfen. Ich bezweifle, dass wir genug Soldaten dafür haben. Ah, okay. Aber wir müssen das nicht dieses Mal machen. Ich habe so ein bisschen gerade die Befürchtung gehabt, dass jetzt gleich so eine riesige mongolische Horde ankommt und meine Armee wegen diesen ganzen dämlichen Banditen kreuz und quer durch die Gegend verteilt ist und gar nicht in der Lage ist, die Typen zu in Empfang zu nehmen, weil die alle irgendwo sind. Okay, was haben wir denn freigeschaltet? Wir haben hier wieder einen Text. Wie gesagt, wie immer, drückt Pause, wenn ihr es lesen wollt. In Film, Festungen und Kreml oder so, die hat das irgendwie, die Sprecherin hat das komisch ausgesprochen. Ich bin jetzt verwirrt, ob das ein Fehler ist oder ob Kreml, wie ich es ausspreche, falsch ist. Keine Ahnung. Im Video müsste es ja eigentlich garantiert richtig sein, oder? Das mittelalterliche Moskau war von riesigen Wäldern geschützt, die den Vormarsch anrückender Feinde verlangsamten. Diese Wälder waren auch eine ergiebige Quelle für hölzerne Befestigungen. Festungen in städtischen Siedlungen wurden auch Kreml genannt. Der ursprüngliche Kreml Moskaus, der mindestens aus dem 12. Jahrhundert stammt, war vollständig aus Holz gebaut, ebenso wie der Rest der Stadt. Um zu verstehen, wie diese Festungen funktionierten, wird eine verkleinerte Version gebaut. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction, which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Über und nebeneinander aufgestellt, schufen diese Segmente bemerkenswert stabile Wände. Sie waren deutlich besser geeignet, Angriffen mächtiger Belagerungsmaschinen standzuhalten, als einfache Palisaden. Die Segmentbauweise von Moskauer Festungen bot zudem einige andere Vorteile. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. Sie verhinderte, dass sich Holzschädlinge unter der Borke versteckten. Außerdem konnte das Holz so trocknen und verrottete daher nicht. By taking off the bark, this wood will then last for years.
Fertige Balken konnten gelagert und dann bei Bedarf zu Segmenten zusammengesetzt werden. Einige Segmente, auf den Mauern und Tortürmen, wurden nicht mit Erde gefüllt, sondern für Verteidiger freigelassen. Ab dem 13. Jahrhundert wurden einige Türme aus Stein und Ziegeln gebaut, wie dieser bei der Burg Chersk aus dem Jahr 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Türme aus Natur- und Ziegelsteinen konnten weit höher gebaut werden als solche aus Holz. So konnten die Verteidiger Moskaus potenzielle Angreifer früher erkennen und ihre Feinde in Schach halten. Erkennst du doch gar nichts, wenn die in den Wald laufen. Aber ja, ich glaube, das einzige Problem dieser Holzdinger ist halt, ne, Feuer ist ein Problem. Wobei, da kann man bestimmt auch irgendwas mit Beschichtung machen, dass das zumindest nicht so schnell Feuer fängt. Oder halt, wobei, wenn du das Holz wieder nass machst, dann verrottet es halt auch wieder. Das ist dann wahrscheinlich wieder nicht so gut. Aber vor allem, ich glaube vor allem, der größte Vorteil dieser Dinger ist, so wie sie das da gerade gezeigt hat, dass man halt quasi, ne, man baut sich seine Verteidigung mit diesen Boxdingern da aus Holz. Und dann legt man einen riesen Schuppen an und packt da von diesen Holzbalken halt einfach noch 300 rein. Und sollte man dann belagert werden und ein Teil der Mauer kaputt gehen, kannst du das innerhalb von einem Tag halt, ne, klack, 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 steht das Ding wieder. Also, das hast du halt bei Steinen nicht. Bei Steinen dauert das ja ewig, sowas wieder neu zu bauen. Dann muss eventuell noch der Mörtel trocknen und so weiter und so fort. Ne, und bei den Holzdingern alles ineinander stecken, Steine rein, Erde rein, Deckel drauf, fertig. Das ist halt super, super schnell. Und wenn du, vor allem wenn du unter Belagerung bist und da irgendwo ein Durchbruch erzielt wurde, wenn du den halt wieder flicken kannst, bevor die Armee, die belagert, den nutzen kann, den Durchbruch, dann ist das wahrscheinlich ein riesen Vorteil, vor allem auch gegen Steine, wo, ne, wenn ein Loch in der Mauer ist, dann ist das erstmal da, bis die Belagerung vorbei ist. Und meistens kommen dann aber auch die Angreifer rein. Also ich muss sagen, ich finde es hat sehr viel mehr einer Doku Age of Empires 4 als zum Beispiel der zweite Teil. Aber ich mag diese kleinen Doku-Filmchen, weil die erklären halt noch wirklich, wirklich viel. So, dann gehen wir aber mal hier raus. Ich denke mal, ich weiß so ein bisschen, was als nächstes kommt. Die Schlacht von Kulikovo steht als nächstes an. Und ich gehe mal davon aus, ja genau, die Horde auf dem Schlachtfeld zu schlagen ist, war irgendwo, irgendwie habe ich mir das gedacht, dass genau das der als nächstes dran sein wird. Dann würde ich aber sagen, war es das für nächstes Mal? Für nächstes Mal, genau. Das war es jetzt schon mal für nächstes Mal auch noch gleich mit. Nee, das war's für dieses Mal. Und nächstes Mal werden wir dann die Goldene Horde hoffentlich besiegen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.